Wir schreiben das Jahr 2009. Seine Reisen durch die zahlreichen Online-Welten haben Alana Hoffnung gegeben. Ausgerechnet im Reich der kostenpflichtigen MMORPGs hat er Titel gefunden, die sogar ihm Spaß machen. Doch die Reise ist noch lange nicht vorbei. Auch heute wagt er sich noch in verschiedenste Online-Welten, immer auf der Suche nach der passenden für ihn. Dies ist Alanas MMO-Odyssee. Ich glaube, mein Ton war in letzter Zeit ein klein wenig zu freundlich. Warhammer Online auf drei Teile ausgestreckt und es ist relativ gut bei mir weggekommen, eben mit der kleinen Ausnahme, dass es mir persönlich nicht gefallen hat, aus Gründen, die nichts Gameplay-Technisches waren. Andererseits Final Fantasy XI, wo dann wirklich alles Gameplay-technisch gesehen falsch war. Tabula Rasa. Ja. Zwischendurch hatten wir ja Fiesta, immerhin. Aber es wird mal Zeit, dass wir uns wieder in den Free-MMORPG-Kosmos begeben und wir haben gleich hier zwei Vertreter, die mir absolut überhaupt nicht gefallen haben. Das kann ich euch jetzt schon mal voraussagen, deswegen packe ich die auch beide in ein Video. Lässt sich nämlich ganz schön zusammenfassen. Als allererstes hätten wir dort Dream of Mirror Online. Die Empfehlung kam auch dieses Mal von einem Kumpel, der meinte, schau dir das Ding mal an, es ist wirklich wunderschön. Ja, hab mir ein paar Screenshots angeschaut, sieht wirklich ganz nett aus, installiert, meine Herren. Das Spiel schaut ja mal richtig genial aus. Das Problem ist nur, Optik ist nicht alles. Und ich könnte mir kaum ein anderes MMORPG vorstellen, das diesen Aspekt so wunderschön verdeutlichen könnte wie Dream of Mirror Online. Ich gebe gleich offen und ehrlich zu, ich habe es nur 2 Stunden oder maximal 3 gespielt, weil ich es danach einfach nicht mehr ausgehalten habe. In diesen 3 Stunden bin ich auf Level 10 gekommen. Das ist so ein deutlich wichtiger Level eigentlich. Was daran liegt, dass man die allerersten 10 Level mit stupidem Level Grinding verbringt. Und das mit genau 2 Angriffsmöglichkeiten. Und das ist anklicken, damit der Gegner automatisch angegriffen wird. Und hin und wieder einen Combo-Move raushauen, wenn die Combo-Leiste gefüllt ist. That's it. Mit Stufe 10 kriegt man dann Zugang zu Jobs. Und demzufolge auch zu verschiedenen Skills. Und ab dann wird das Kampfsystem ein klein wenig variantenreicher. Aber ganz ehrlich, nach 10 Leveln stupiden Grindings hatte ich die Schnauze voll. Auch ganz lustig ist das Crafting-Feature, das ich mir mal für 5 Minuten angeschaut habe. Ich mache das jetzt mehr oder minder aus der Erinnerung, da ich das Spiel jetzt vor gut einem Dreivierteljahr das letzte Mal gespielt habe und dann den Schlussstrich zog. Aber das Crafting besteht im Prinzip darin, man stellt sich irgendwo hin, sagt, was man craften möchte, drückt auf den Knopf, geht raus, macht sich einen Kaffee, schmeißt sich eine Pizza in den Ofen und kommt nach einer halben Stunde wieder zurück und guckt und schaut dann, wie weit gekommen ist. Herrlich doof, herrlich langweilig, herrlich öde. Nein, danke, Dream of Mirror, weg. Wobei es ja eben auch seine zwei, drei guten Aspekte hat, wie gesagt, eben die Grafik, die wunderbar ist. Oder auch die Implementation des Spielcharakters, der aus einer Parallelwelt in diese Spiegelwelt rübergeholt wird. Also quasi der Spieler wird aus seiner realen Welt in die Welt von Dream of Mirror gezogen und schafft sich dort einen Avatar und so weiter und so fort. Eigentlich ganz liebevoll aufgemacht, aber boah, es zieht sich und ich weiß nicht. In den 2 Stunden habe ich mich so herrlich gelangweilt. Brauche ich nicht, danke. Und keine Beschwerden hier. Probiert es ruhig selber mal für etwas länger als 2 Stunden aus, wenn ihr euch ein eigenes Bild davon schaffen möchtet. Aber wie gesagt, bei mir war nach 2 Stunden echt die Luft raus. Parallel zur selben Zeit hatte ich noch ein zweites MMORPG auf der Festplatte. Ein Fehler, den ich nie wieder begehen werde. Und dieses MMORPG nennt sich Wonderland Online. Hat sich geschickt als rundenbasiertes MMORPG. Das soll mal was heißen. Gut, heutzutage gibt es eine Alternative, die nennt sich Atlantica Online und ich denke, die ist auch definitiv besser, denn Wonderland Online, ehrlich, es ist ziemlich übel. Wenn man Retro-Freund ist, kann man sich vielleicht mit der Grafik anfreunden, die erinnert nämlich sehr stark an billige RPG-Maker-Spiele. Das Ganze wird aus der Vogelperspektive gesteuert, also man zieht seinen Charakter im Prinzip wie zum Beispiel bei Ragnarok Online mit der Maus durch die Landschaft. Und wenn man auf ein Monster klickt, geht es in einen rundenbasierten Kampf über.
Da ist die Story übrigens auch noch ganz interessant, zumindest der Anfang. Man ist nämlich Schiffsbrüchiger, der von Robinson Crusoe an Land gezogen wird und von dort aus dann in eine Welt voller Märchenfiguren wandert. Ja, mehr habe ich nicht herausfinden können. Und man ist auch, selbst wenn man Solo spielt, nicht immer allein unterwegs. Nach einiger Zeit bekommt man seinen ersten Partner zugesteckt und dann kann man immer zwischen seinem einen Auswechselpartner hin und her tauschen und sich überlegen, auch, heute nehme ich mal den mit, heute ist der dran und so weiter und so fort. Leveln alle parallel mit. Kann man alle separat ausrüsten, wunderbar. Problem, es ist öde wie Sau. Erstmal, ich habe es jetzt im Zuge der Vorbereitung auf dieses Video nochmal kurz angespielt. Wie gesagt, ist wie mit Dream of Mirror dreiviertel Jahr her, dass ich es gezockt habe. Und erstmal muss ich feststellen, ich habe meinen Charakter nicht wiedergefunden. Vielleicht hatte ich noch damals vorsorglich gelöscht. Aber als ich dann in dem ersten Kampfgebiet angekommen bin, da war das gesamte Areal zugepflastert mit irgendwelchen Zelten und sich da geschickt durchzuklicken, ohne ein Zelt zu betreten, das ist eine Kunst für sich. Andererseits jetzt die Kämpfe selber, ja, so ein Semi-Echtzeit-Ding, also man ist unter Zeitdruck, klar, wenn man sein, es ist ja schließlich online und man möchte das Ganze schnell über die Bühne bringen, gerade denke ich mal im PvP wird es ganz praktisch sein diesbezüglich. Aber die Kämpfe ziehen sich und ziehen sich und ziehen sich und machen irgendwie keinen Spaß. Das vermisst so dieses typische JRPG-Flair, das ich bei Offline-Vertretern wie Final Fantasy eben kriege. Bei dem Online vielleicht auch, aber ich meine sowas Klassisches wie Final Fantasy VI. Hinzu kommt, dass wenn man Schaden genommen hat und diesen vielleicht nicht durch Item-Einsatz, sondern durch Rumsitzen auskurieren möchte, es ähnlich wie bei Final Fantasy XI Ewigkeiten dauert, bis der Schaden endlich geheilt ist, bis man seine MP wieder halbwegs voll hat und damit kampfbereit ist. Sorry, da mache ich nicht lange mit. Habe ich auch nur so circa 2 bis 3 Stunden durchgehalten und dann hat es mir echt gereicht. Was soll ich dazu großartig sagen? Ja, wie gesagt, Wonderland Online, ambitioniertes Konzept von wegen, wir vermurschteln alle Märchen, die wir kriegen können und hauen das Ganze in ein rundenbasiertes MMORPG. Aber unterm Strich ist es einfach nur öde. Außerdem werden gerade Grafikfetischisten wahrscheinlich so aufschreien: das sieht ja total rückständig aus und 16-Bit und verzieht euch. Andererseits, Grafik ist ja auch nicht alles. Siehe Dream of Mirror. Na gut, so viel zu diesen beiden Titeln. Probiert sie ruhig mal aus, wenn ihr selber daran Interesse habt. Ich will euch nicht aufhalten. Aber mich werdet ihr dort nicht mehr finden. Dementsprechend werden wir das Kapitel hier auch beenden und uns nächstes Mal einem weiteren Spiel zuwenden. Und diesmal auch wieder nur einem. Zwei ist zu viel. Also dann Leute, man sieht sich dann zum nächsten Kapitel. Tschö! Halt, Moment, 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 Moment. Eins habe ich noch vergessen. Und zwar, wenn ihr mal MMORPG-Empfehlungen hören wollt von jemandem, der mit dem Genre auch etwas anfangen kann, dann empfehle ich euch den YouTube-Kanal von Cirrus Epics. Der hat nämlich etwas Ähnliches wie ich im Petto. Der hat sich auch verschiedene MMOs angeschaut, sie bewertet und dazu ein Video gemacht. Kann ich nur empfehlen. Seine Reihe ist mittlerweile leider eingeschlafen, aber macht nichts, er hat ein reichhaltiges Archiv. Schaut da mal durch, schaut rein. Und vielleicht hilft euch das ja eher weiter als meine verbissene Einstellung gegenüber MMORPGs. Also, jetzt war wirklich Schluss. Man sieht sich.